Unser Beitrag zur Fahrsicherheit, liebe Zuschauer. Christian Danner, bitte. Am Geländewagen, da scheiden sich oft die Geister. Während für die hartgesottenen Fans dieser Offroader ein solcher Geländewagen das absolute Nonplusultra ist, so halten ihn die Gegner für ausgesprochen geschmacklos. Speziell dann, wenn man mit einem solchen geländegängigen Fahrzeug auf einer normalen Straße unterwegs ist. Der Ruf und der Sinn solcher Geländewagen ist ausgesprochen umstritten. Speziell dann, wenn man aus den Vereinigten Staaten von Amerika hört, dass eben diese Autos zum Umkippen neigen. Ob das jetzt allerdings am Automobilhersteller oder am Reifenhersteller liegt, das ist ungeklärt. Aber zur Verunsicherung tragen diese Meldungen auf jeden Fall bei. Schon seit längerem ist bei vorsichtigen Autofahrern bekannt, dass Geländefahrzeuge in bestimmten Situationen sich mehr aufschaukeln und mehr zur Seite neigen als Pkw. Das liegt ganz einfach daran, dass sie größere Reifen haben und natürlich auch viel mehr Bodenfreiheit, sonst könnten sie ja nicht so gut durchs Gelände fahren. Wer mit einem Geländefahrzeug ein plötzliches Ausweichmanöver fahren muss, der wird durch die starke Seitenneigung eventuell überrascht. Und das kann dann zu Fehlern beim Fahrmanöver führen. Prinzipiell ist es so, je höher der Geländewagen ist, desto stärker neigt er sich, wenn man durch die Kurve fährt oder ausweicht. Allerdings ist der zweite Faktor auch wichtig, die Spurbreite. Je weiter die Räder auseinanderstehen, umso stabiler die Kurvenlage. Es gibt Schlauberger, die glauben, eine allumfassende Formel gefunden zu haben. Da wird dann die Höhe des Geländewagens und seine Spurbreite angegeben. Und das soll dann das Kipppotenzial ergeben. So einfach ist es aber in der Realität nicht. Das sieht man allein schon daran, dass diese beiden Geländefahrzeuge den gleichen Kippwinkel haben. Beide würden bei 48 Grad umfallen, aber dieser hier, der hat eine deutlich schmälere Spur. Bei gleicher Höhe müsste das bedeuten, dass er eher umkippt. Das tut er aber nicht. Beide Geländewagen haben dasselbe Risiko zum Umfallen. Es sind nämlich noch viele andere Faktoren für den Kippwinkel verantwortlich. Zum Beispiel, wie sich die Reifen verformen unter Belastung oder wie die Räder gefedert oder gedämpft sind. Dann sind bei gut konzipierten Geländefahrzeugen auch Stabilisatoren eingebaut. Manche Autos haben sogar ESP. Auch hier geht die Entwicklung immer weiter. Deshalb ist Misstrauen gegenüber Geländewagen eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Im vergangenen Jahr gab es einen spektakulären Crashtest, als ein Geländewagen älteren Baujahres seitlich gerammt wurde und daraufhin umfiel. Aber das betraf ein sehr altes Modell mit einer sehr schmalen Spurbreite. Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat jedenfalls keine Daten darüber, dass Geländefahrzeuge in der Unfallstatistik besonders auffällig wären. Das heißt natürlich nicht, dass Geländewagenfahrer jetzt leichtsinnig werden sollten. Denn den höheren Schwerpunkt gegenüber einem Pkw, den behalten sie natürlich. Doch bei verantwortungsvoller Fahrweise kann man vom Standpunkt der Fahrsicherheit her gesehen gegen Offroader im Straßenverkehr nichts einwenden.